Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in die Trendradar Trendbox aus dem Monat November. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ab 29,95 pro Monat erscheint diese Box bei einem Zuhause und der Warenwert beträgt immer 80 Euro mindestens. Wir haben, ich glaube, 8 bis 10 Produkte jeden Monat drin enthalten und das Ganze ist halt wirklich sehr nachhaltig gestaltet. Das sind so Trendprodukte aus den Bereichen Food, Wellness, Design, dies, das, Ananas, finde ich richtig cool und jeden Monat überrascht mich die Box wirklich aufs Neue, weil da einfach Sachen drin sind, mit denen ich jetzt nicht so unbedingt rechne. Ich bekomme die in der Kooperation zugeschickt, kann euch deswegen auch den Code CLAUDI15 für 15% Rabatt auf eure erste Box anbieten und habe euch dazu alles in der Infobox verlinkt. Vielen, vielen Dank an das wundervolle Trendradar Boxenteam für die Zusendung der Box. Ich würde sagen, wir werfen einfach mal einen Blick hinein und hier steht auch immer so schön Time to Discover drauf. Ich verwende diesen Karton auch immer schön weiter als Versandkarton. Das ist super praktisch und ich liebe es einfach, ne, dass man das halt einfach machen kann. Ja, das ist sinnvoll, glaube ich. Man kann eigentlich so gut wie jeden Karton als Versandkarton weiterverwenden, aber bei vielen hast du halt einfach das Problem, dass der Karton schon sehr gebraucht nicht, aber der ist von nicht so guter Qualität, sodass man den halt nicht zum Versand weiterverwenden könnte, um das mal so zu sagen. Ne? Also ich sag mal zum Beispiel Douglas musst du wirklich aufreißen, um da dran zu kommen. Das ist bei Trendradar nicht so. Das ist echt super gemacht. Und hier habe ich jetzt einmal die Box und da ist Day and Night das Motto. Okay, ich sehe schon viele schöne, praktische und auch neuartige Produkte hier drin. Und ich werde sie heute auf Erwin platzieren. Der hat sich nämlich hier neben mich gesellt. Und dann könnt ihr nämlich die ganze Zeit auch die Produkte sehen. Zuallererst habe ich hier auch die Info drin. Hey, danke schön, dass du mit uns eine Kooperation machst. Es ist eine Box übrigens aus Berlin. Und da bedankt sich die liebe Lilly bei mir. Und ich habe hier auch ein Kärtchen. Das ist die Nummer 4 mit dabei. Du kannst halt alle Grußkarten sammeln. Und wenn du alle zusammen hast, dann bekommst du eine Überraschung. So, Day and Night, das ist hier das Motto und hier ist eine wunderschöne Frau, die die Abendsonne genießt, drauf abgebildet. Und dann schauen wir uns mal das Motto an. Deine Day and Night Box. Im November, wenn die Tage kürzer und die Nächte länger werden, ist es an der Zeit, unsere Gewohnheiten genauer unter die Lupe zu nehmen. Dieser Monat bietet die perfekte Gelegenheit, deinen Tagesablauf von morgens bis abends zu überdenken und aktiver zu gestalten. Okay, unsere Trendbox enthält inspirierende Highlights aus den Bereichen Wellness, Ernährung und Lifestyle, um dich dazu anzuregen, deine täglichen Gewohnheiten in eine noch gesündere und nachhaltigere Richtung zu lenken. Create your new routine. Okay, ich bin mal sehr gespannt. Ich weiß es nicht. Ich bin halt einfach, wie ich bin, ne? Manchmal kriege ich das nicht ganz so gesund bei mir auf die Kette. Dann gibt es halt auch mal einen Burger oder sonst irgendwas. Die Produkte sind hier aufgeführt und erklärt mit Preisen auch immer schön dabei. Das finde ich großartig. Ein Rezept haben wir hier auch, das kann man sammeln. Kannst du ja extra rausschneiden. Gesunder Schoko-Nussriegel, den kannst du hier selber machen. Das finde ich auch schön. Und dann steht hier auch nochmal die Info, hey, es ist bald Weihnachten und da gibt es auch einen Adventskalender. Verlinke ich euch in der Infobox, ne? Und jetzt habe ich hier einmal den Spoiler für Dezember, da bin ich auch gespannt drauf. Der Dezember nähert sich und verspricht Wärme und Freude. Mit unserer einzigartigen Trendbox gönnst du dir und deinen Liebsten besondere Genussmomente, sodass ihr jeden einzelnen Tag dieser besonderen Zeit genießt. Mit unserer Trendbox erlebst du wundervolle Momente, genießt kulinarische Köstlichkeiten und verwöhnst dich mit ausgewählter Naturkosmetik. Ob für dich selbst oder als Geschenk, die Trendbox im Dezember ist die perfekte Begleitung für eine genussvolle Vorweihnachtszeit. Ab dem 1.12. erhältlich in unserem Onlineshop. Genau. Und bis zum 1.12., wenn du die Box abonnierst, bekommst du diese Box. Und da habe ich zuallererst noch einfach mal, huch, das, was hier mir alles in Schranken bringt. Yay. Von Ecovea ist das nämlich etwas. Ein Waschmittel Universal entfernt Flecken bereits ab 20 Grad. Ich feiere das einfach. 750 Milliliter, dass wir hier einfach mal ein Waschmittel drin haben, ne? Wir hatten auch schon mal ein Kilo Mehl mit dabei. Das ist immer noch etwas, was ich am meisten gefeiert habe, muss ich ehrlich sagen. Aber das ist halt wirklich auch was Praktisches, ne? Kann man gut gebrauchen. Und das ist mit Hibiskus und Jasmin. Das hört sich so gut an. Kann ich gut gebrauchen, ne? Und wir wechseln auch immer ganz gerne, dass wir sagen, mal nehmen wir Flüssigwaschmittel, mal nehmen wir Pulverwaschmittel, sodass das auch gut für unsere Waschmaschine ist. Weil ich glaube, in Pulverwaschmittel hast du halt mehr Bleichmittel drin, sodass die Rohre dann noch irgendwie freier gepustet werden. Ja, irgendwie so. Und habe ich mal irgendwo gehört. Dann habe ich von Mount Hagen Typ Cappuccino vegan löslich. Aha, ein leckerer Espresso-Haferdrink-Mix als Pulver. Da
Das ist interessant. 225 Gramm sind hier drin enthalten. Also meine Mom hat damals auch super viel von diesem Cappuccino immer getrunken, hat die sich immer in Wasser halt aufgelöst. Und das hier scheint dann ganz einfach aus, ja, nicht mit Milchpulver von klassischer Kuhmilch, sondern auf Hafermilchbasis zu sein. Das finde ich auch spannend. Ja, natürlich. Macht ja auch vollkommen Sinn, dass es sowas als veganes Produkt gibt, ne? Das finde ich richtig geil. Ja, nicht nur für diejenigen, die es halt nicht vertragen, sondern auch für diejenigen, die es vielleicht nicht trinken mögen oder so, ne? Also, dass man halt sagt, Mensch, ich mag nicht so gerne Kuhmilch und dann, ne, hast du halt die nachhaltigere Variante davon. Hier habe ich mal wieder Socken drin. Ich liebe Socken in Adventskalendern und auch in Boxen. Ich finde es einfach total praktisch. Von Daily Socks. Das ist ein Fashion-Produkt. Feel Good with Daily Socks. Und das ist ein Jahr Anti-Loch-Garantie. Ich muss gestehen, dass ich in meinen Socken halt auch wirklich nie Löcher reinkriege. Also da habe ich jetzt so nicht so die Last mit. Was ist das denn für ein Motiv? Mond und Sonne natürlich. Das ist ja geil. Welche Größe ist das? Das wäre ja auch mal interessant. Sunrise, Moonlight, Stardust. Weil ich bin ja, ich lebe ja auf großem Fuß. Ich habe Größe 41, ne? Hier sehen wir dann einmal an der Seite, oder hinten ist es dann ja, ne? Den Mond, die Sonne. Wow. Und hier haben wir den Mond und ein paar Sterne am Start. Kann ich mir jetzt ja mal drüber ziehen. Ich habe eigentlich dicke Socken an, ne? Ich habe auch eine Weihnachtshose an. Herzlich willkommen in meinem Leben. Weihnachten ist da, wo man möchte, ne? Okay, also die sitzen gut. Tatsächlich, ja. Also das ist auch das ist eine gute Größe. Kann ich mich nicht beschweren, ne? Also für Leute, die auf großem Fuß leben, so wie ich, es ist auf jeden Fall eine wundervolle Geschichte. Darüber ziehe ich mir natürlich noch meine dicken Boots. Und auf die andere Seite auch, dann habe ich auf jeden Fall sehr warme Füße jetzt gleich. Zwei Paar Socken hier. Nee, aber ich mag das ganz gerne, wenn wir Socken mit drin haben, weil das halt auch wirklich praktische Sachen sind. Und die Socken, die du in solchen Boxen oder in Adventskalendern hast, die sind meistens halt auch ein Stück weit, wie soll ich das sagen, hochwertiger. Ne? Das mag ich auch ganz gerne. Ich werfe mal kurz einen Blick ins Heftchen. Entweder steht da die Größe drin oder ob man die irgendwie ein Alternativprodukt drin hätte oder so. Nee, also bislang nicht. 16 Euro. Siehst du nämlich, für ein paar Socken 16 Euro würde ich jetzt nämlich so nicht einfach so bezahlen. Bin ich vollkommen ehrlich. Ne? Das macht man auch nicht mal eben so. Okay, hier habe ich ein Getränk drin. Das könnte ich eigentlich ganz gut gebrauchen. Völkel, Demeter, Shot, Ingwer und Kurkuma, Vitamin C aus Acerola. Ich weiß nicht, ob das jetzt wach machen sollen, 95 Milliliter, denn wir haben es jetzt 21.36 Uhr. Ich muss jetzt eigentlich nichts zum Wachmachen haben. Aber ich glaube, dass es einfach gesund ist. Ne? Ingwer ist gesund, jetzt auch bei Erkältung. Vitamin C kann ich sehr gut jetzt gebrauchen. Ich glaube, das gönne ich mir, ne? Prost. Riecht aber auch wirklich angenehm. Oh ja. Scharf. Sehr scharf. Nicht durch, Leute. Ich sag's euch, ich habe gerade ganz warme Ohren gekriegt. Also mir ist auch innerlich gerade ganz warm geworden. Ich hatte hier nichts mehr zu trinken. Ich habe schon auf Sammys Hundeleckernis geschielt, ne? Nicht zu essen, nicht zu trinken. Ich muss hier irgendwas nachschütten hier. Nicht überlegt, die Claudi. Nicht überlegt. Hier snacke ich übrigens gerade. Das hilft. Crunchy Snack It, der knusprige Hafersnack Bruschetta-Style. Ist lecker. Ne? Hat auch sowas leicht Tomatiges mit dabei. Oh. Und das muss ich mir jetzt leider mal kurz so ein bisschen den Rachen runtergeben, weil. Oh. Oi. Ist sehr lecker und empfehlenswert. Wow. Ich hätte es nicht auf Ex trinken sollen. Das war nicht so schlau, ne? Ich habe hier noch was drin. Das ist auch so lecker. Tony's Chocolony, die haben, glaube ich, sogar einen Adventskalender, oder? Weiß ich gerade gar nicht. Haselnuss Crunch, zart bitter. Ja, die haben ganz tolle, nachhaltige Schokoladen. Und das sind jetzt 180 Gramm. Und die mag ich sehr, sehr gerne. Ja, hört sich lecker an.
muss ich auch wieder von meinem Freund in Sicherheit bringen, denn der wird sicherlich auch sehr feiern. Der ist auch ein Fan von dieser Marke. Dann habe ich hier was drin. Das haben nur diejenigen, die ein 12-Monats-Abonnement abgeschlossen haben. Die haben zum einen ja den günstigeren Preis und zum anderen kriegen die auch noch jeden Monat ein Goodie mit dabei. Achtsam unterwegs, eine literarische Reise von Padloch. Ja, das ist ein Buch, was normalerweise 10 Euro kostet. Im Einklang mit der Natur. In der Natur finden wir Ruhe, Gelassenheit und neue Kraft. In ihr können wir uns erden. Schöne Landschaften beleben auf wunderbare Weise all unsere Sinne und uns wird bewusst, dass unser eigenes Ich in einem größeren Ganzen aufgeht. Diese Erfahrung kennen auch zahlreiche bekannte Dichter und Schriftsteller. Wandern wir mit ihnen und lassen uns überraschen, was es in der Welt der Literatur über Berge, Täler, Wälder, Flüsse und Blumen zu entdecken gibt. Das finde ich schön, ne? Hast du so Kurzgeschichten drin, dann hast du auch so kleine Gedichte. Das finde ich schön. Da kann man auf jeden Fall da mal so reinblättern. Das ist so ein Buch, wo man mal eben kurz reingucken kann, wenn man vielleicht runterkommen möchte oder so. Ist auf jeden Fall eine schöne Sache, ne? Mag ich definitiv. Und ist auch ein Hardcover, das ist auch sehr, sehr schön. Passt auf jeden Fall. Dann habe ich hier was von, sehr, sehr interessant, diese Marke. Die habe ich doch auch schon mal irgendwo jetzt letztens gesehen. Ich glaube in einer Instagram-Werbung. New Key Care Essentials. Das ist eine Body Lotion Soft. Ein Pure Moisturizer mit Panthenol. Hautberuhigende Hydration. Vegan. Hört sich gut an. 150 Milliliter. Und das wird auf jeden Fall mal ausprobiert, weil das halt auch aktuell ziemlich im Hype ist. Auch wenn ich jetzt nicht finde, dass diese Verpackung groß, sonderbar krass aussieht, ne? Also das fühlt sich halt auch sehr weich an, was eigentlich gut ist, weil dann kriegst du das Produkt auch gut raus, ne? Aber die soll halt sehr gut sein. Also Leute, denen ich folge, haben das mal geteilt und dann habe ich da auch schon mal drin gestöbert bei der Marke. Und jetzt habe ich was da. Das wird ausprobiert. Finde ich schön. I-Plus in Berlin. Da hättest du dieses Produkt drin haben können oder einen reichhaltigen Lippenbaum von Shea Year. Beides 9,99 € oder 9,90 €. Und hier habe ich den festen Conditioner von I-Plus M. Glanz und Kennbarkeit. So schaut das Produkt aus. Und das ist ja so ein festes Produkt. I-Plus M ist ein quasi Start-up aus Berlin. Und die stellen sehr spannende Produkte her. Da habe ich auch das... da habe ich schon einiges mal in Boxen so drin gehabt, ne? Und man hat öfters mal ein festes Shampoo in der Box, aber feste Conditioner findet man wirklich super selten. Und hier haben wir einen. Mal gucken, ob ich da mal Bock drauf habe, denn an meiner Kopfhaut selber kann ich das nicht vertragen. Aber Conditioner ist ja für die Längen und Spitzen gedacht, ne? Da muss ich mal gucken, ob das so passt in meine Routine. Und hier habe ich, glaube ich, das Highlight aus der Box, weil das ist sehr, sehr teuer. Da hast du entweder das Oil Serum oder das Face Oil. Und hier habe ich das Pore Minimizing Silky Smooth Anti-Age Serum mit Vitamin E und Omega 6 bis 9. Hier ist was ein interessantes Video, da habe ich auch... Meine ich was zu Vitamin E gesagt, ne? Habe ich. 30 Milliliter sind hier drin enthalten und dieses Produkt kostet einfach mal 66,95 € oder ab 66,95 €. Verrückt. Aber Skön ist auch eine sehr, sehr hochpreisige skandinavische Marke. Genau, aus Dänemark kommen die. Und das soll dann meine Poren minimieren, womit auch immer das genau passieren soll. Das kann ich jetzt nicht so schnell sehen. Du sollst es über deine Tagescreme auftupfen. Auch interessant, oder? Also im Prinzip kannst du es auch in die Tagescreme reinmischen. Aber ja, man soll da nicht viel von brauchen. Gut, bei dem Preis ist es auch schön, dass man da nicht viel von braucht, ne? Aber interessant, muss ich sagen, dass wir da auch so was Teures drin haben. Nicht schlecht, Herr Specht. Ja, sehr schön gestaltet. Wir haben Basic-Produkte mit dabei. Wir haben aber auch... Achso, eins fehlt ja noch, ne? Muss ich jetzt so machen? Genau, also die Socken sind ja auch noch mit dabei. Also wir haben das Buch, die Socken, was zu essen, was zu snacken, was für den Körper, was Kaffee, Cappuccino-mäßiges, ein Conditioner. Ich feiere einfach dieses Waschmittel, ne? Und natürlich das krasse Serum. Also ich finde die Box schön. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das so seht. Also mein Highlight-Produkt sind definitiv die Socken, die ich jetzt auch gerade an meinen Füßen habe und die sich da sehr, sehr wohl fühlen. Das Serum finde ich auch sehr interessant und natürlich die Bodylotion. Da ist ja wieder die Beauty Lady, ne? Aber tatsächlich waren jetzt diese Hafersachen auch lecker. Da fehlt natürlich jetzt der Ingwer-Shot. Klar, Mensch, Claudi. Und das Achtsamkeitsbuch finde ich auch ganz süß. Also ich finde schon, auch die Schokolade und so, ne? Also schon eine coole Box. Aber schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Das finde ich auch
auch immer ganz interessant zu sehen, was ihr so darüber denkt. Aber für mich ist es schon eine lohnenswerte Box. Wie gesagt, 29,95 für die Produkte, das ist ein ordentlichen Wert. Ist schon cool. Ihr Lieben, das wäre es ja schon von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.